und herzlich willkommen zur Traumflieger-Equipment-Demo. Heute geht es um einen Canon 35 1,4 L Mark II USM. Das habe ich hier schon an einer Canon DSLR. Also ein recht lichtstarkes Weitwinkelobjektiv, eine Festbrennweite. Canon hat diese Mark II Version im Oktober 2015 auf den Markt gebracht, also noch relativ jung. Und den Vorgänger ersetzt. Es gibt also schon 35 1,4er L Objektiv Mark I. Das kam 1998 auf den Markt. Und ja, da hat Canon gedacht, jetzt wird es höchste Zeit, das einmal zu ersetzen und zu erneuern mit der Mark II Version. Die habe ich hier schon auf der Kamera drauf. Und ja, der Autofokus ist schnell dazu. Zeige ich dann gleich noch ein bisschen was. Also jetzt erstmal das Objektiv kurz vorgestellt. Ja, viele Bauelemente gibt es jetzt nicht an dem Canon 35 1,4 Mark II. Wir haben also hier ein Kunststoffgehäuse, also eine Außenverschalung, die aus Kunststoff ist. Die wirkt sehr robust, sehr angenehm, muss ich sagen. Und dann haben wir aber natürlich einen Metallkern. Also das ist nicht alles Kunststoff, da ist ein Metallkern drin. Und ja, hier hinten haben wir auch ein Metallbajonett und auch einen Dichtungsring. Also wir haben Staub- und Spritzwasserschutz und natürlich ein Metallbajonett. Das ist natürlich auch in dieser Preisklasse 2049 Euro UVP, also über 2000 Euro. Selbstverständlich, L-Klasse heißt ja Luxury, also eine luxuriöse Ausstattung. Und das zeigt sich eben nicht nur im Metallbajonett, das ist natürlich zu erwarten, aber eben auch in diesem Dichtungsring. Also Staub- und Spritzwasserschutz ist dabei. Bevor ich es vergesse, die Rücklinse ist auf Fluorid beschichtet. Das soll besonders dazu führen, dass zum Beispiel Wasser besser abperlt. Und deswegen gibt es eine extra Fluoridvergütung. Und das gibt es dann nur in der L-Klasse. Und der Vorgänger hatte das natürlich noch nicht. Diese Technologie ist dann noch relativ jung. Ja, dann haben wir hier nur einen Schalter zwischen AF und MF, kann man hier umschalten und da hat man auch Vollzeiteingriff in die Fokussierung, also im Autofokusbetrieb kann ich natürlich noch den Fokus überstimmen und verlagern, das nennt sich bei Canon Fulltime Manual, das ist also ein Ring-USM-Motor. Dann haben wir hier eine Distanzskala, da ist dann Feet und Meter als Entfernung und auch die Schärfentiefe markiert. Soweit nichts Besonderes, aber mehr haben wir jetzt hier nicht. Also ein Bildstabilisator etc. ist hier nicht eingebaut. Und ja, dann haben wir hier einen breiten Einstellring. Der ist gummiert und in einer sehr guten Qualität ausgeführt. Aber er ist nicht ganz spielfrei. Wenn ich hier ein ganz bisschen dran wackel, ist noch ein bisschen Spiel drin. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber da könnte Canon doch ein bisschen dran arbeiten. Canon stelle ich später auch gleich noch vor. 35-2.0er gibt es auch mit Bildstabilisator. Da haben wir das nicht. Also in dieser Preistasse würde ich sagen, ja, es stört nicht weiter. Wenn ich in eine Richtung drehe, habe ich kein Spiel drin. Aber wenn ich hier so ein bisschen dran wackel, dann habe ich doch ein bisschen Spiel. Und das würde ich in dieser Preistasse eigentlich nicht so gerne sehen. Also eine Kleinigkeit hier, die nicht weiter stört. Aber trotzdem, Canon hätte das vielleicht doch abstellen können. Dann haben wir hier die Frontlinse mit 72 mm Filteranschluss. Also nicht das größte Format, nicht der größte Durchmesser. Das geht ja dann bis 82 mm hoch. Da werden dann ja Filter schon richtig teuer. Dann haben wir auch 77, das ist ja auch vielfach vertreten. Und 72 mm ist noch moderat. Also wenn man sich zum Beispiel einen Poolfilter kauft oder einen Graufilter, die gehen dann noch von den Anschaffungskosten, weil 72 mm dann vom Durchmesser noch nicht so riesig ist. Hier haben wir auch eine Fluoridvergütung. Also Wassertropfen perlen dann auch leichter ab oder wenn das mal verschmutzt sein sollte, sagt Canon, lässt es sich dann wegen dieser Fluoridvergütung auch einfach leichter entfernen. Ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Wir haben hier 760 Gramm, also es wiegt schon ordentlich was. Der Vorgänger hatte 580 Gramm, der Vorgänger war also 180 Gramm leichter und hier haben wir jetzt mehr Gewicht. Warum? Na, wir haben jetzt mehr Linsengruppen und im Innern gibt es jetzt auch eine neue Technologie, die nennt Canon BR. Das heißt Blue Spectrum Refractive und das soll also aus analogem Material, aus organischem Material bestehen. Canon führt das nicht näher aus, soll aber dazu führen, dass die Farbsäume reduziert werden und vor allem kurzwelliges Licht nicht so stark gebrochen wird. Canon spricht auch davon, dass dieses neue BR-Element einfach effektiver
beim Unterdrücken von Farbsäumen und beim Zusammenführen der Lichtstrahlen sein soll als bisherige Technologien, die man ja dann mit LED-Elementen, also mit Low-Dispersion-Elementen oder auch mit Fluoridlinsen, die dann auch relativ teuer sind, so in dieser Effektivität bisher nicht erreichen konnte. Und dieses neue BR-Element soll also ganz neue optische Möglichkeiten eröffnen. Ob das so ist, dazu dann gleich ein bisschen mehr. Kurz zum Autofokus. Wir haben hier einen Ultraschallmotor. Und ja, wie laut und leise ist der? Also das Gewohnte, er ist rasend schnell. Wir haben das ausgemessen von unendlich auf 1 Meter in 0,29 Sekunden. Also er ist schon rasend schnell, wenn man das mit einem Standard-Zoom mit dem teuren 2470 2,8 L Mark II vergleicht. Das liegt ja auch in so einer Preisklasse so ab 1700, 1800 Euro. Da ist das hier noch etwas schneller. Bei dem Zoom habe ich dann bei 35 mm 0,39, also eine Zehntelsekunde länger gemessen. Und hier haben wir jetzt 0,29 von unendlich auf 1 Meter, also rasend schnell. Wie ist das mit der Genauigkeit? Leider nicht so toll. Ich habe es hier an der EOS 5DS, die habe ich jetzt hier untersucht. Also wenn ich sucherbasiert One-Shot-Betrieb aufgenommen habe und im Vergleich dazu entweder eine Lupe manuell scharf gestellt habe oder eben den Live-Bild-Autofokus benutzt habe, dann war der Live-Bild oder manuelle Fokus einfach schärfer. Und das habe ich dann auch an anderen Kameras nochmal nachträglich untersucht, an der EOS 5D Mark III, 5D Mark II oder EOS 6D hatte das gleiche Phänomen. Also hier müsste man dann zumindest in diesem Fall nochmal dabei gehen und eine Autofokus-Feinjustierung ansetzen, weil ich das doch regelmäßig hatte. Ich meine, ich hatte also eigentlich immer einen Frontfokus, minimal nur, nicht dramatisch. Aber wenn man kritisch hinguckt, und dafür kauft man sich ja eigentlich auch so ein hochwertiges Objektiv, weil man dann eben doch die Top-Qualität haben will. Beim Autofokus habe ich sie leider nicht sucherbasiert realisieren können. Und da müsste man dann nochmal mit der Autofokus-Feinjustierung beigehen, was ein bisschen schade ist. Aber es war jetzt nicht nur an dieser besonders hochauflösenden 5DS der Fall, sondern auch zu erkennen an einer 5D, 5D Mark II, 5D Mark III oder EOS 6D. Wie ist die Bildqualität? Die ist natürlich alles entscheidend und da sind die Erwartungen natürlich entsprechend hoch. Beim Vorgänger war die Bildqualität auch schon sehr gut, was man dann von einem 35-1.4er erwarten kann. Offenblende noch nicht top scharf und wenn man dann abblendet, steigert sich das, aber der Randbereich blieb dann noch relativ weich. Im Schnitt haben wir dann an der 5D Mark II 1700 Linien rund ausgemessen. Hier kommen wir jetzt auf über 2000 Linien im Schnitt und da kann man schon sehen, da hat sich doch vieles verbessert und die gute Nachricht, schon bei der lichtstarken Offenblende von f1,4 kriegt man im Bildzentrum wirklich hochdetaillierte, fein aufgelöste Aufnahmen, sogar an der EOS 5DS mit 50 Megapixel, also kriegt man hier schon eine sehr gute Bildqualität hin, vorausgesetzt der Fokus stimmt und im Randbereich wird es natürlich ein bisschen weicher. Je stärker man abblendet, umso besser wird die Schärfe im Randbereich und die äußersten Ecken bleiben dann ein bisschen weich, selbst wenn man ein bisschen weiter abblendet. Ja, kurzen Direktvergleich zunächst zu einem teuren Standardzoom, was ich gerade beim Autofokus schon angesprochen hatte. Hier in meiner rechten Hand das Canon 2470 2,8 L Mark II USM, also auch schon die Mark II Version, auch relativ schwer. Sogar noch einen Tick schwerer als hier das 35-1.4er. 805 Gramm, hier haben wir 760 Gramm, auch sehr ähnlich von der Baulänge, also rein äußerlich sehr ähnlich, aber wie ist das denn optisch? Also optisch, wenn man das bei 35 mm vergleicht, da ist es deutlich weicher am Rand, also deutlich unschärfer, obwohl es ja eigentlich das eines der besten Standardzooms überhaupt am Markt ist. Trotzdem, wenn man das mit einer hochwertigen Festbrennweite vergleicht, hier mit dem 35-1.4 Mark II, da gewinnt das 35-1.4er haushoch, muss man sagen. Man hat viel, viel mehr Randschärfe, wenn man das sogar hier bei 1,4 gegen 2,8 vergleicht. Dann hat man sogar mehr Randschärfe hier bei 1,4 und wenn man die gleiche Blende vergleicht, dann sowieso noch mehr. Selbst wenn man beide abblendet auf 5,6, ist noch ein Unterschied zu sehen. Man hat einfach mehr Schärfe.
bis auf die Ecken. In den Ecken sieht es hier, aber das ist wirklich nur punktuell. Wann braucht man die? Aber das sollte man wissen, also in den Ecken noch nicht die Top-Schärfe. Von den chromatischen Aberrationen, dafür hat Canon ja auch dieses BR-Element eingeführt, muss man sagen. Die sind noch zu sehen. Also da gibt es ja die axialen Farbsäume, sag ich mal, die axialen chromatischen Aberrationen, die ja oft im Bouquet zu sehen sind, wenn man so in die Unschärfe reingeht. Die sind sehr gering ausgeprägt und eigentlich kein Problem, was man ja bei lichtstarken Objektiven sehr oft hat, dass man dann CAs hat, auch die neuen Tamrons, das 35-1.8er oder 45-1.8er, da ist es relativ stark ausgeprägt. Also wenn man in der Unschärfe, im Bouquet, sieht man dann manchmal noch Farbsäume. Beim Tamron durchaus ein Problem, also das sind dann Farblängsfehler oder axiale chromatische Aberrationen. Die hat Canon sehr gut auskorrigiert, die habe ich eigentlich gar nicht weiter wahrgenommen, aber der sogenannte Farbquerfehler, das sind ja so die typischen chromatischen Farbsäume im scharfen Bereich an hohen Kontrasten, die sind hier zu sehen, bis zu 5 Pixel in der Breite. Und die habe ich hier an dem Standardzoom gar nicht mehr gesehen. Also hier kein Problem. Sieht fast so aus, als wenn die schon in Lightroom, wir gucken das ja dann im RAW-Format in Lightroom per Standard-Preset, sieht fast so aus, als wenn die schon korrigiert werden. Aber Lightroom sagt da nichts zu, normalerweise wird das angegeben. Also das scheint fast so zu sein, als wenn das hier noch geringere Farbsäume aufweist als dieses eigentlich speziell optimierte 3514L Mark II. Ja, kurz ein Vergleich zu einem weiteren sehr interessanten Canon 35er Objektiv, auch eine Festbrennweite hier in meiner rechten Hand. Das ist ein Canon 35 2,0 IS USM, also hat nicht den L-Status, aber ein Bildstabilisator. Ist von der Haptik sehr ähnlich, also auch eine Kunststoffverschalung, wirkt aber sehr robust. Natürlich auch Metallbajonett, allerdings nicht abgedichtet. Und wir haben ja auch nicht diese Vergütung, also keine Fluoridvergütung. Aber dafür den Bildstabilisator und auch eine gute Lichtstärke mit F2,0, also eine Stufe lichtschwächer als das Canon 1.4er. Dafür wesentlich günstiger, das liegt derzeit so um 470 Euro, also nur ein Viertel von dem, was Canon hier ausruft. Also hier haben wir gut 2000 Euro, liegt derzeit so um 1850 aufwärts, also knapp unter 2000 Euro. Hier liegen wir unter 500 Euro und haben den Bildstabilisator, nicht ganz die Lichtstärke, aber trotzdem eine gute Haptik. Und wie sieht das optisch aus? Das Canon gewinnt noch, muss man sagen, wenn man jetzt F2,0 vergleicht, also das ist ja die Offenblende hier am 35-2.0er. Da ist das Canon im Zentrum noch etwas schärfer, aber der Unterschied ist nicht so riesig. Und im Randbereich kommt das Canon 35-1.4er auch nach vorne, aber ich finde den Unterschied nicht so riesig. Allerdings muss man hier sagen, wenn man hier etwas höhere Kontraste hat, so im Randbereich in den Ecken, dass man hier so leichte sphärische Aberrationseffekte sehen kann. Das sind dann teilweise so halbtransparente Bereiche oder auch so kleine Halos. Damit, wenn man jetzt ganz kritisch ist, muss man so ein bisschen leben an dem 35-2.0er. Die habe ich hier nicht gesehen. Was die generellen Farbsäume angeht, also den Farbquerfehler, da tut sich nicht so sehr viel. Da ist vielleicht das 35-2.0er sogar noch eine kleine Idee vorne. Aber hier haben wir halt diese halbtransparenten Bereiche, die sind hier stärker vertreten als bei dem 35-1.4L Mark II. Ansonsten ist auch das 35-2.0er top scharf, muss man sagen. Hat eine sehr gute Bildschärfe bis in den Randbereich. Und generell tut sich nicht allzu viel, außer dass wir hier nicht diese Vergütung haben. Hier haben wir auch noch ein Sub-Wavelength-Coating. Das soll dann nochmal Geisterbilder und Lensflares stärker unterdrücken. Aber auch hier sind die Linsenflecken nicht besonders stark ausgeprägt. Es hat auch ein gutes Kontrastabbildungsverhältnis. Unterm Strich, über alles gesehen, würde ich sagen, tut sich nicht so sehr viel. Und von daher ist das 35-2IS USM auch ein echter Geheimtipp. Ja, da gibt es natürlich noch das 35-1.4 Sigma Art, also das Sigma Art Objektiv, gleiche Lichtstärke, gleiche Brennweite. Ich habe es jetzt im Moment nicht hier, wir haben das aber schon getestet an der 5D Mark II. Da hat es von der reinen Auflösungsleistung, von der Linienauflösung kam es über 2100 Linien und hier liegen wir etwas über 2000 Linien. Sogar noch das Canon, hier das 35-1.4 L Mark II geschlagen.
Man weiß aber, dass der Autofokus bei Sigma Art Objektiven nicht besonders sicher ist. Da empfiehlt sich dann auch eine Autofokus-Feinjustierung oder USB-Dock von Sigma. Das ist ja kostenpflichtig, derzeit so für Canon um rund 50 Euro. Sollte man machen, sollte man trainieren. Da ist dann noch ein bisschen Aufwand. Ob man da Spaß dran hat, das zu machen, ist eine andere Frage. Aber wie ich erwähnt hatte, das Canon ist in meinen Versuchen dieses Exemplar leider sucherbasiert auch nicht besonders sicher. Vielleicht ist der Faktor, dass man dann sagt, naja, beim Sigma Art geht der Autofokus nicht so gut, doch nicht so ein Riesenfaktor, weil ich doch auch hier einige Phänomene sucherbasiert leider hatte. An der 5DS habe ich das Sigma Art 35 noch nicht untersucht. Hier kommen wir auf 3300 Linien und liegen damit so ähnlich wie an dem 35-2.0er. Auch hier kommen wir auf über 3300 Linien. Und da wäre natürlich interessant zu gucken, was schafft das Sigma Art. Ich vermute mal, dass es in ähnlicher Region landen wird, aber das Sigma Art ist nicht so teuer. Das liegt derzeit so um 800 Euro, ist auch nicht ganz so schwer. Aber es wiegt schon ja, knapp 700 Gramm, etwas unterhalb von 700 Gramm und hier haben wir 760 Gramm. Aber der Preis ist am Sigma Art natürlich auch sehr attraktiv. Allerdings soll das Sigma Art doch ein bisschen mehr zu axialen chromatischen Aberrationen neigen. Also wenn man jetzt im Unschärfebereich guckt, da können dann noch eher mal leichte Farbsäume entstehen, was wir hier am 3514 L Mark II dann doch nicht so ausgeprägt finden. Kurzes Fazit, was halte ich vom 3514 L Mark II? Alles gut, unterm Strich, tolle zentrale Schärfe, auch am 50 Megapixel Sensor, gute Randschärfe bis auf die Ecken, aber das stört in der Praxis doch eher selten, das ist punktuell. Vignettierungen sind auch nur in den Ecken zu finden und damit 2,8 Blendenstufen schon erkennbar, aber über das ganze Bild gesehen kaum auffällig. Bisschen abblenden auf 2,8 zum Beispiel, dann verschwinden sie praktisch gänzlich. Wir haben hier im Prinzip keine Verzeichnung, verzeichnungsfrei. Und ja, dann haben wir natürlich die luxuriöse Ausstattung, Fluoridvergütung, Subwave, Lens Coating, einen filterfreundlichen Anschluss, schnellen Autofokus, leider nicht so super genau, sucherbasiert, ein bisschen Training erforderlich. Für Qualitätsfans sicherlich ein vielleicht Must-Have-Objektiv, sicherlich für Profis sehr interessant, auch in dieser Preisklasse zu investieren. Die Alternativen sind aber auch sehr attraktiv, das genannte Sigma Art 3514 und für mich ist auch hier das 3520er IS USM einfach sehr attraktiv, weil es deutlich günstiger ist und einfach noch mobiler und schlanker bleibt. Das soll es sein zum Canon 3514 L Mark II USM. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.